Mal. Aha. Habe ich nur doch gedacht, dass da oben was ist. Geh weg. So. Auskotzen. Ja, gut. Dich nehme ich auch noch mit. Komm her. Drauf da. Ich sagte drauf da. Und ein goldener Pfannenwender. Yippie-yay-yay. Muss ich erwähnen, dass ich nicht mehr weiter weiß? Was ich jetzt als nächstes machen muss? Ich glaube nicht, oder? Hat irgendjemand von euch noch irgendwie einen Überblick über diese Stage? Also ich irgendwie nicht. Ich muss mir das jetzt echt alles nochmal... Wie gesagt, mein Hirn ist komplett auf Anti-SpongeBob gerade gestellt. Aber volle Lotte. Mein Hirn ist gerade echt komplett auf Anti-SpongeBob gestellt. Es registriert gar nichts mehr von SpongeBob. Nichts. Nada. Niente. Gar nichts. Ich versuche irgendwie gerade alles zu verdrängen, was irgendwie mit SpongeBob zu tun hat. So. Aber ich nehme auch schon relativ lange auf. Und SpongeBob greift ja die Gehirnzellen an. Also seit ich hier beim Aufnehmen bin, bin ich nur noch am verdummen. Verdummung ist doch gar nicht ein richtiges Wort. Okay, wo ist der letzte goldene Pfannenwender? Ist er hier? Nein. War ich überhaupt schon mal? Ja, ich glaube schon. Wo muss ich lang? Ich aktiviere dich mal. Okay, so. Da oben ist nix. Ha. Schön. Aha. Eventuell haben wir hier jetzt Fortschritt verzeichnet. Komm mal kurz her, du. Hallo. So. Jawohl. Okay, ich möchte mal bitte wieder umstellen. So, so. So. Ach ja. Und sonst so, wie läuft's bei euch so? Genießt ihr das Spiel? Ist doch ein schönes Spiel, oder kommt's? Ja, das ist ein schönes Spiel, so richtig innovativ und hier ist so viel Action und ach, es ist toll. Ach ja. Wisst ihr, was ich mich frage? Warum zum Geier tue ich mir das eigentlich an? Okay, ich komme da nicht mit Mystery durch. Mystery ist zu fett. Okay. Ach komm schon, wo ist der letzte Pfannenwender? Das gibt's doch nicht. Hört's doch auf, mich zu verarschen. Ich mag doch nicht mehr. SpongeBob. Reite bitte auf Mystery. Willst du mir jetzt sagen, Spiel, dass ich so jetzt nicht mehr an Mystery rankomme? Ja, das willst du mir sagen.
Ach, jetzt komm. Ganz ehrlich. Man merkt, glaube ich, dass ich noch wahnsinnig viel Lust auf das Spiel habe, oder? Ja, das hört man schon raus. Wir spielen hier ein schönes Spiel. Ich frag mich immer noch, wo zum Geier der letzte goldene Pfannenwender ist. Okay, mit Mystery komme ich hier nicht hoch. Kann ich da was machen? Nein. Da auch nicht. Dann will ich mal dich. Okay. Nein, das geht nicht. Wenn ich dich... ich habe mal eine Idee. So? Okay. Nein, du sollst doch oben bleiben, du Mistviech. Nein, nicht runterspringen. Ist wohl nicht so gedacht. Nein, hier ist nichts. So. So. Und dann so hoch. Und so hoch. Und hier ist nichts. Schön. Okay. Ja, da ist natürlich wieder dieses blaue Teil im Weg. Geh aus dem Weg, komm. So. Ja, ist schon recht. So, komm her. Zieh es doch nicht in die Länge, Spiel. Nein, du sollst es nicht in die Länge ziehen. Das ist das Gegenteil von in die Länge ziehen. Ja. Ist das überhaupt richtig, was ich hier mache? Ich weiß es ja nicht. So, komm, ich aktiviere dich. Es kann doch gar nicht richtig sein, was ich da mache. Es ist richtig. Krasser Scheiß. Echt krasser Scheiß. Ich musste den ganzen verfickten Weg tatsächlich wieder zurückgehen. Krasser Scheißspiel. Ganz ehrlich, krasser Scheiß. Ich krieg Kopfweh. Ganz ehrlich. Was sagt die Uhr? Bitte Uhr, sag mir, dass ein Part vorbei ist. Bitte sag mir, dass ich aufhören kann. Nein. Die Uhr sagt, nein, du darfst nicht aufhören. Die Uhr sagt, nein, ich darf nicht aufhören. Die Uhr sagt, ich muss weitermachen. Wieso? Weißt du, was ich dir sag, liebe Uhr? Leck mich am Arsch, ich mach einen Schnitt. Bis gleich. So, und da bin ich ja schon wieder. Ich hab meine Laune ziemlich verbessert, hab währenddessen aus Versehen gerade eben die Musik irgendwie leiser gemacht. Ja, ich war kurz einkaufen. Hab sehr, sehr viel eingekauft. Lecker Zeug zum Essen. Essen ist was Tolles, ja. Ich hasse zwar Kochen, muss ich sagen. Aber, ja, die Vorfreude aufs Essen, das ist halt
Ah, es ist toll. Ja, ich habe jetzt noch nicht gekocht. Nein, ich habe, mein Magen hängt mir in den Kniekehlen sozusagen. Ich möchte jetzt nur kurz diesen Part noch beenden. Und dann gibt's Mangiare. Ich weiß noch nicht mal, was ich mir überhaupt mache. Ich habe so viel Zeug gekauft, das reicht für 2 Tage. Ja, keine Ahnung. Also, ein bisschen was ist es, aber ich kenne mich. Das reicht für 2 Tage und dann muss ich eh wieder einkaufen gehen. Oh. Naja, ist ja auch egal. So, wir wollen das aber beenden. Aber vorher habe ich mir noch etwas mitgebracht. Ja, damit ich hier meine Laune auch weiterhin oben halten kann. Und zwar, meine Sucht kann ich wieder befriedigen, indem ich Punika trinke. Ja, ich habe Punika. Kein Kessel Kirsche diesmal, sondern Multivitamin. Prost. Ach ja. Ja, warum kein Kessel Kirsche? Die hatten kein Kessel Kirsche. Saftladen. Verstehst du? Saft. Laden. Lustig und so. Verstehst du? Ja. Spielen wir lieber das Spiel. Was geht ab, Sandy? Fall nicht in dieses schmierige Zeug, SpongeBob. Es ist noch gefährlicher als die Gasquallen in den Schwefelfeldern. Aha. Was zum Geier ist das? Was soll das überhaupt darstellen? Schaut aus, als ob SpongeBob irgendwie undicht gewesen wäre und... Ja, ja, der Rest erklärt sich von selbst. Ah, ich habe schon wieder die Mauszeiger im Bild. Ach so, das ist ja hier... Ding. Laufband. So, Mauszeiger ist aus dem Bild. Ist ein Laufband. Ich verstehe. Das ist ja mies und so. Weißt du Bescheid? Und die Musik ist aber auch, ist auch überhaupt nicht Psycho. Nein, die Musik ist überhaupt nicht Psycho. So. Da kommt doch hundertprozentig was raus. Ja, sag ich doch. Aus den langen, harten Rohren kommt eben immer was raus. Witzig. Verstehst du? Verstehst du? Ja. Ich weiß, der war unlustig, aber... Lass mich halt auch mal irgendwas sagen. Ich will halt auch mal irgendwas Unlustiges sagen. So, SpongeBob, bück dich, damit von hinten irgendwas Hartes kommen kann. Nein, lassen wir das Thema jetzt endlich. Komm her. Boots, 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 Boots. Gott, die Musik macht mich wahnsinnig. Schrecklich. Ganz, ganz schrecklich. So, ich muss jetzt erstmal kratzen. Ah, jetzt geht's mal besser. So, hier runter. Unterhose, brauche ich nicht. Kommt da was? Weil ich sehe da unten das gelbe Teil da, was mich tötet. Das macht mich tot kaputt, weißt du Bescheid. Hä? Ah, ich glaube... Okay, geh da weg, nicht runterspringen. Brav. So, bisschen weiter. Und zack. Heckesack. Oh yeah, so muss das sein. Ah. Das sieht doch schon eher nach Fortschritt aus. Okay. Komm her. Nein, ich will diesen Kramburger nicht. Ist mir scheißegal. So. Ich riskiere mein Leben nicht für einen dummen Kramburger. Mir doch scheißegal, wenn Plankton die Formel bekommt. Wird eh mal Zeit, dass das Böse mal gewinnt. Der hat nie die Geheimformel bekommen. Nie. Ja. Da erschrecke ich ja schon fast. Ja, nein. Uiuiuiui. Na, komm zurück. Komm zu Papa. So, brav. So. Okay, da warte ich kurz. Hey, Gesek. Oh yeah, wieder kratzen. Sehr schön.
Okay, da muss ich da links hoch. Aber ich kann noch geradeaus. Hüp, hüp, hüp. Okay. Und jetzt? Okay, höher komme ich nicht. Rüber da. Uah, das geht in die Richtung. Nein, nein, nein! Ah! Ist es widerlich. Ach komm! SpongeBob, warum machst du das? So. Okay. Schnell rüber. Ah, da kommt er. Da kommt ja mein Taxi. Komm her. Boots, Boots. So. Drauf da. Aha, okay. Ich brauche auf jeden Fall einen Schlüssel. Und der ist da hinten. Aber wie belaste ich das hier? Okay. Hm. So. Irgendwas muss ich doch hier machen. Ja. Na komm. So. Aha. Ah, da drüben sehe ich was. Komm her. Komm zu Papa. So. Okay. Ein Leben. Das ist sehr schön. Ich sehe da nichts. Ja, hat das jetzt was gebracht, oder? Anscheinend auch nicht. Hä? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Mache ich das? Wie mache ich das? Aha, ich kann darüber. Und das bringt mir jetzt genau genommen was? So, geh mal darüber. Runter mit dir, runter! So, toll, der Part ist jetzt eigentlich vorbei. So, heißen, ich muss noch einen weiteren aufnehmen. Schöne Scheiße. Ich liebe doch dieses Spiel so sehr. Jawoll! Was zum Geier muss ich machen? So. Ah! Alles klar. Das machen wir aber anders. Zack. Stirb. Ich möchte nämlich den oberen Weg wieder gehen. Ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie sicherer bei dem. So. Dann hier. Da durch. Und den kann ich da oben drauf schieben. Was ist dann da? Was ist denn da eigentlich eingesperrt? Ach so, ein Pfannenwender. Das hat ausgeschaut wie der Schlüssel dafür. Deswegen war ich so verwirrt. Ah. Okay.
Rüber. Und zack. Jawoll.